Hallo, ich bin Mina. Und ich bin Lina. Wir sind von Charmant. Hey, Leute. Herzlich willkommen! Heute lernt ihr, wie man eine T-Bin-H-Verlängerung korrekt setzt. Und wir fangen auch schon an. Zunächst verschafft euch einen Eindruck über die Dichte des Eigenhaares und wo wir mit der ersten Reihe beginnen. Grundsätzlich setzen wir die Tapes in einer V-Form. Am Unterkopf fangen wir an und arbeiten uns an die Seiten voran. Wichtig ist, dass ihr euch im Vorhinein überlegt, wie hoch ihr mit den T-Pins gehen wollt. Und jetzt machen wir uns auch schon an die Arbeit. Wir teilen die erste Reihe ab und achten darauf, dass wir sauber arbeiten, da sich sonst Verknotungen bilden können. Dazu empfiehlt es sich, Kämme mit einem Metallstiel zu verwenden. Wir setzen das erste Tape in die Mitte vom Hinterkopf. Spannt mit der linken Hand das Eigenhaar schön gerade hinunter und klebt mit der rechten Hand den ersten Streifen. Achtet darauf, dass ihr 2-3 mm Abstand von der Kopfhaut einhält. Drückt den Streifen anschließend mit euren Fingern fest. Klappt jetzt das Täpchen hoch. Wenn ihr 2-3 mm Abstand eingehalten habt, sollte dies auch problemlos funktionieren. Wenn nicht, löst es noch einmal aus. Ihr werdet sehen, dass eine gewisse Menge an Eigenhaar direkt kleben bleibt. Diese drücken wir nochmal mit dem Stiel fest. Teilt euch gegebenenfalls mit dem Stiel noch etwas Eigenhaar ab und drückt dieses ebenfalls fest. Der Streifen muss lückenlos mit Eigenhaar benetzt sein. Jetzt nehmen wir das zweite Paar und kleben es präzise auf das Tapin. Drückt nun die Tapins ganz fest zusammen, damit die Luft zwischen den Tapes entweichen kann und eure Tapes später perfekt halten. Zum Befestigen benötigen wir keine Hitze, da wir hier mit einer kalten Klebemethode arbeiten. Dies ist abhängig vom Klebstoff, welchen ihr verwendet. Manche Klebesorten benötigen ein Glätteisen. Ein Tipp von mir an euch ist es, nach jeder Reihe Tapes das Haar komplett neu abzuteilen, da man so am besten den Überblick behält. T-Pins müssen immer überlappend gesetzt werden. Wir sagen dazu auch Ziegeltechnik. Es ist extrem wichtig, darauf zu achten, wo das untere T-Pin liegt, um später keine Lücken in der Haarverlängerung zu haben. Ihr seht, in der zweiten Reihe haben wir schon mehr Platz und setzen 2 Tapes. Tapes wirklich fest zusammendrücken, da sonst Shampoo und Conditioner beim Waschen eindringen können und den Kleber lösen. In der dritten Reihe setzen wir nun 3 Stück. Jedoch ist das von eurer Kopfform abhängig. Bei einem breiten Hinterkopf gehen sich sogar 4 Stück aus. Wichtig ist es, dass sie wieder überlappend in der Ziegeltechnik gesetzt werden. Und weiter geht's. Achtet darauf, dass ihr euch immer einen Überblick über die darunterliegende Reihe verschafft. Ihr werdet bemerken, dass in jeder Reihe etwas mehr Platz für weitere Tapings habt. Wenn ihr nun am Oberkopf angelangt seid, ist es sehr wichtig, auf Wirbel zu achten. Rund um diesen Bereich dürfen wir keine Tapes setzen, da man diese sehen würde. Teilt euch die maximale Höhe ab. Diese ist ca. 3 cm unter dem Wirbel. Wie ihr seht, haben wir genug Haarmenge, um die letzte Reihe zu verdecken. Nun geht es an die Seiten. Die wichtigste Regel ist hier, genug Abstand zu den äußeren Haarlinien einzuhalten. Das ist wichtig, damit man die Tapes zum einen nicht sieht und zum anderen könnt ihr eure Haarverlängerung später auch problemlos zubinden. Grundsätzlich arbeiten wir stufenartig von unten
nach oben. So, ein letzter Check, ob die Abstände passen. Die Abstände könnt ihr auch ganz einfach mit zwei Fingerbreiten überprüfen. Jedoch ist auch das von eurer Eigenhaardichte abhängig. Bei sehr feinem Haar empfehle ich ein bisschen mehr Abstand. Hier seht ihr, dass die erste Reihe nebeneinander gesetzt wird. Bei der zweiten Reihe checken wir, wo die darunterliegenden Tapes platziert sind und setzen wieder überlappend. Einer der wichtigsten Punkte ist der abschließende Zuschnitt. Bei kurzem Eigenhaar kann der Übergang etwas angepasst werden. Dadurch das versetzte Kleben die Spitzen etwas franzig aussehen können, empfehlen wir 2-3 cm abzuschneiden. So Leute, jetzt steht auch eurer Tapin-Haarverlängerung nichts mehr im Weg.